Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Das Ganze natürlich mit Carsten Berger. Ja, mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Abend um 19 Uhr begrüßen. Ja, Webinare mit dem Carsten sind immer eine Stunde später als alle anderen. Ne, von daher immer auch noch was Besonderes. Ich bin gespannt, was der Carsten heute mitgebracht hat. Hat mir vorab schon so ein bisschen einen kleinen Teaser gegeben. Von daher wird interessant auf jeden Fall. Aber bevor ich an den Carsten übergebe, Sie kennen es alle, natürlich einmal der Risikohinweis. Ja, denn das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Aber bitte verstehen Sie nichts davon, was der Referent gleich sagt, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, ob der Carsten irgendwas analysiert, testweise handeln sollte, was auch immer. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle immer zu sagen. Ja, gut, dann wäre das soweit meine Einleitung vorweg. Carsten, ich würde mal sagen, zack, zack, zack. Moderator ist geändert. Dann darfst du jetzt übernehmen. Wenn was sein sollte, ich bin ja da im Hintergrund, hab so ein bisschen das Auge überall dabei. Von Kannst du daher entspannt sein. ganz entspannt sein. Jetzt hast du auf jeden Fall, ich weiß nicht, glaub nicht den richtigen Monitor ausgewählt. Weiß. Ich muss wahrscheinlich den nehmen. Ja, jetzt sind wir auf dem TraderCouch.de. Das ist vollkommen richtig und gleich kommt die. Wenn ich hier richtig raufklicken kann, kommt doch gleich die Matrix und dann erscheint hier das Ja. Richtige. Da können wir auch anfangen. Vielen Dank, Florian, Ja, für die cool. Einleitung. Ich wünsche dir jetzt eine entspannte Zeit und dann hören wir uns nachher vielleicht nochmal kurz. Jo. Alles klar. So, liebe Teilnehmer, dann auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Auch wenn es eine Stunde ist als die üblichen Webinare bei FX Flat, hoffe ich, dass das okay ist. Ich denke, für einige ist es entspannter. Wenn das anders gewünscht ist, kann mich das natürlich auch im nächsten Jahr mal wieder auf 18 Uhr setzen. Aber es passt ganz gut. Es ist auf jeden Fall leiser hier bei mir im Haus. Und auch draußen, weil die Kinder, die draußen in den Nachbarschaften sind, sind weg. Und dann hat man nicht so andauernd so den Schrei nach Schokolade im Ohr. Von daher alles entspannt. Okay, letztes Mal hatten wir ja auch schon das Webinar Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Da war das ein bisschen ausführlicher, was jetzt, sage ich mal, die Intention für so eine Strategie anbelangt. Diesen Teil lassen wir heute weg. Wir gehen heute ans Eingemachte. Das heißt, wir gucken uns Charts an und wir gucken mal, was der Markt generell so gemacht hat. War ja recht spannend in der letzten Zeit und ich bin gespannt auch auf eure Meinung. Eins kann ich euch sagen, das Webinar wird aufgezeichnet und ihr könnt natürlich in den Bereich Fragen eure Fragen stellen. Und ich grüße den Jörg und auch den Micha, Hallöchen und natürlich auch den Uwe und den Wolfgang. Es sind einige Leute bei, die bei mir aus der Perlentauchergruppe sind, die bei mir das Coaching gemacht haben. Da freue ich mich besonders drüber. Aber auch die anderen sind natürlich herzlich willkommen. So, dann schauen wir doch mal. Risikohinweis meinerseits könnt ihr euch natürlich nochmal durchlesen, ist aber das gleiche im Endeffekt, was der Florian schon gemacht hat. Hinzu kommt, dass ich einen Interessenskonflikt möglicherweise habe bei Aktien, die ich eventuell anspreche hier oder bei ETFs, da ich eventuell die mal selber gekauft habe und besitzen werde. Und von daher müsst ihr das immer hinterfragen, ob ich das Ding nicht jetzt hier mit Meldung unbedingt hochpushen will. Ich sag mal, meine Kontogröße ist zu klein, um das zu machen in den Werten, wo ich unterwegs bin, aber ich muss ja darauf hinweisen. Okay, dem ist Genüge getan. Ganz kurz auch das, wenn mich jemand noch genauer vorgestellt haben will, dann kann er auch gerne noch das letzte Webinar sich bei FX Flat anschauen, dass ich die Sache hier mit Aktienhandel schon seit meinem 17. Lebensjahr mache ungefähr. Das ist auch schon allgemein bekannt, dass ich 54 bin, in Rangsdorf bei Berlin wohne und von Beruf Diplom-Verwaltungswirt bin und das war bei der Polizei in Berlin. Ist auch bekannt, von daher schalte ich schon mal weiter. So, Umsetzung. Das mache ich nur ganz kurz, damit derjenige, der von außen gekommen ist, das erste Mal sieht, überhaupt weiß, nach welchem Schema hier überwiegend eine Strategie abgehandelt wird. Das ist auch relativ easy. Wir schauen uns immer die Indizes an. Das ist im Endeffekt der Punkt, wo man halt wissen muss, wie ist denn das Timing? Wo ist der Markt? Sind alle Märkte in dieselbe Richtung unterwegs? Sind sie schon 3, 4, 5, 6, 7 Tage gestiegen oder sind sie in der Korrektur? Wann habe ich ein gutes Timing? Und welchen Index nehme ich denn, wenn ich den ungefähr einschätzen kann? Wer sieht denn in Anführungsstrichen sauberer aus für so eine, sage ich mal, Umsetzung? Um dann im Schluss rauszufinden, ist es Deutschland und ist es Amerika oder beide? Und welche Indizes sind es dann? Ist es TecDAX oder ist es Nasdaq? Und das ist halt interessant, weil man sich dann mehr fokussieren kann.
Habe ich die Entscheidung getroffen, dann muss ich, und das mache ich auch immer, mir die Branchen anschauen. Und dann natürlich, wenn ich feststelle, es ist ein amerikanischer Markt, dann gehe ich natürlich mir die amerikanischen Branchen anschauen. Und wenn es die deutschen sind, natürlich, dann schaue ich mir Branchen in Europa an, weil die etwas aussagekräftiger sind als die reine Branchenanalyse in Deutschland. Wir haben halt nicht so viele Aktien. In Europa halt mehr und Amerika noch viel mehr Aktien. Genau das Gleiche hat das dann zu tun, dass ich halt die Auswahl sage, welche Branche ist es denn? Und diese Branche bringe ich dann, wenn sie zum Beispiel stark ist, einer der besten Branchen, die sehr gut performen, also sogenannte Outperformer, die bringe ich dann in Einklang mit der Strategie. Ja, das sind doch immer zwei Arten von Strategien, die ich habe. Das ist im Endeffekt, entweder gehe ich mit dem Trend, also das heißt Trend Long oder Trend Short, oder ich gehe Counter Trend. Das heißt, wenn ein Markt extrem ausverkauft oder extrem überkauft ist. Da sage ich gleich dazu, die Counter-Trend-Strategie ist wesentlich komplexer und auch schwieriger zu handeln als so eine Trendstrategie. Und gerade in diesen Märkten wechseln sich Counter-Trend-Strategie mit Trendstrategie ab. Und das ist recht schwierig für jemanden, der nicht den vollen Inhalt der Strategie kennt im Endeffekt. Ich versuche das hier immer sehr transparent zu machen. Von daher nicht einfach nur mal auf den Knopf drücken, wenn man ein Signal erkennt, sondern immer die Sachen auch hinterfragen. Hat man dann die Branche gefunden, dann ist es natürlich klar, dass ich aus dieser Branche auch eine Vielzahl von Aktien habe. Und um auch die einzuschränken, gehe ich dann nach demselben Prinzip vor. Welche Aktien sind in dieser Branche die Outperformer? Da kann ich mich im Endeffekt auf 4 bis 5 konzentrieren. Und nicht immer kann ich die gleich handeln, weil meine Strategie dann halt sagt, das und das muss erfüllt sein und erst dann gehe ich dort rein. Das kann manchmal länger dauern. Und geht aber manchmal auch sofort am selben Tag. Bedeutet aber auch hier für das Webinar, dass ich natürlich heute, wenn ich mal ein Screening mache, einen Trade Scanner, vielleicht noch gar keine Signale habe, weil es die Strategie nicht hergibt. Ja, deswegen müssen wir uns auch Charts angucken und da kann ich im Endeffekt sagen, wie ist meine Strategie, meine Denkensweise und wie handle ich dann und worauf muss ich eventuell auch warten? Denn Handeln nach Strategie und Struktur heißt auch warten können, ja. Und das kann ich euch auch zeigen im Chart. Das werdet ihr selbst mitverfolgt haben in den letzten Tagen, dass das Warten manchmal wichtig ist, aber auch nicht immer belohnt wird. Das werden wir heute sehen. So, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das natürlich in den Fragenkatalog rein. Immer mitten rein. Ich gucke dann immer zwischendurch mit einem Auge. Ich habe auch nur zwei nach rechts und dann sehe ich die Fragen und schiebe die dann mit ein. Gar kein Thema. So, dann möchte ich mal darauf hinweisen, dass ich eine wöchentliche Marktvorbereitung mache. Und zwar unter tradercoach.de, die zeige ich gleich, bei Blog. Eine Marktvorbereitung heißt das und Watchlist. Da gucke ich halt drauf, was machen die Märkte. Zeige mal kurz, was mein Eindruck ist. Worauf fokussiere ich mich, auf welche Branche? Nebenbei gibt es natürlich immer noch mehr. Das ist nicht meine einzige Branche, aber ich kann nicht stundenlang einen Blog schreiben. Das mache ich halt relativ schnell. Und damit ihr das nachvollziehen könnt, schreibe ich dann auch meistens ein oder zwei Aktien rein, die ich dann mehr auf dem Schirm habe. Nicht immer kommt es zum Trade, das ist klar, weil ja nicht immer am Wochenende, am Freitag oder am Samstag, wenn ich das schreibe, eher am Samstag, dann auch tatsächlich für mich ein Einstiegssignal vorliegt. Dann gucke ich halt immer noch, finde ich eine, da könnte das passieren. Entweder passiert das oder halt nicht, das werde ich halt sehen. Dann gehe ich im Nachhinein in der nächsten Woche nochmal drauf ein. Wenn man das nicht verpassen will, dann kann man natürlich auch sich einfach zu dem Newsletter anmelden. Da schreibe ich auch nur am Samstag drauf. Da ist jetzt der Blog mit ein, zwei Zeilen dazu. Und dann ist es verlinkt auf den Blog und dann habt ihr es auf E-Mail, wird direkt verlinkt, habt das dann drauf. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Hier ist meine Homepage, tradercoach.de, dann geht ihr auf Blog. Marktvorbereitung, Watchlist, ist jetzt vorher was kostenlose Indexanalyse. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen stehen, dann mache ich es raus. Das ist, leichter zu erklären. Kommt ihr da drauf und dann seht ihr halt immer wochenweise, mal so am Samstag oder am Sonntag, ist die Analyse und dann gibt es halt ein paar Zeilen dazu, wie ich das, was gerade so aktuell passiert ist. Index, im Endeffekt, wie ist mit dem Marktscanner, was sehe ich da, was ist mit der Branche, ne? Dann nehmen wir den Index, der interessant ist. Da sehe ich auch, okay, das und das habe ich an den und den Tagen umgesetzt oder das denke ich an den und den Tagen. Das steht dann kurz da drin. Was passiert in der letzten Woche? Ganz kurz, was für die Strategie relevant ist. Also mich interessiert halt nicht, wenn da bestimmte Levels oder so sind. Nee, das nicht. Und was mache ich aktuell? Auf was warte ich? Welche Branche ist interessant? Ja, bei Real Estate, da werden wir heute darauf eingehen, war ich ja short.
Das war jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt. Dann werden wir gleich darauf eingehen. Was mache ich aktuell? Könnt ihr genau nachlesen. Dann gibt es Aktien neu. Das war die, wo ich nach dem Long-Signal gegangen bin, nicht aus dem Real Estate-Branche heraus, weil da gab es noch kein Signal, was ich hätte genommen. Deswegen habe ich eine Aktie genommen, wo ich gar nicht getriggert wurde, weil die gefallen ist, was auch nicht schlimm ist. Dann habe ich halt keinen Trade. Aber die Chance war halt da, dass die das macht. Das seht ihr und ihr seht im Endeffekt das Aktienupdate, was in der letzten Woche passiert ist. Da bin ich ausgestoppt worden und da habe ich auch keinen Trade bekommen, weil die mit Gap offen sind. Also man kann nachvollziehen, wie das ungefähr funktioniert. Ich glaube, das ist recht hilfreich. Wenn ihr dazu Anregungen habt, könnt ihr mir natürlich immer auch eine E-Mail schreiben, cb@tradercoach.de, dann kann ich das gerne verändern, weil ich mache das ja auch ein bisschen für euch. Für mich ist das im Endeffekt einfach mehr Arbeit, weil ich kann das ja schon. Also macht es aber gerne. Weil das ja auch zum Verständnis beiträgt. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf tradescanner.com. Wir haben jetzt auch die E-Mail tradescanner.de, das funktioniert genauso. Ich habe mich aber hier drunter angemeldet, deswegen sind meine Daten drauf. Das ist mein Bildschirm, den sieht man, glaube ich, wenn man testet, noch viel mehr, weil man ja viel mehr Strategien letztendlich hat. Das ist aber das, was meine Strategie sind mit dem Logo. Und das Market Model ist das, nachdem ich mir immer die Märkte anschaue. So. Und nach der Reihenfolge, wie wir es eben schon gesehen haben, schaue ich mir zuerst immer die Indizes an. Und da muss ich ja einmal kurz zurückgehen. Man hat hier so eine, bis zu 90 Tagen kann ich hier zurückgehen und mir anschauen, wie sich die Kügelchen verändern. Das wird demnächst auch noch verbessert. Aber wir haben schon viel verbessert an dem Tool und es sieht vielleicht schon anders aus als letzte Mal. Und zwar sehe ich ja, die meisten werden schon kennen, diese Kügelchen sind die Indizes. Wenn ich jetzt hier drüber hover, die Kugel, dann sehe ich, dass das unten rechts gelb wird und das ist der Nikkei ist. Ich kann das hier auch sortieren nach Performance, das macht auch Sinn. Dann ist im Endeffekt Nikkei der Outperformer und dann sieht man den Unterschied in der Performance hier anhand der Kennzahl. So. Und anhand der Farbe kann ich erkennen, ob die Volatilität hoch ist oder nicht. Die ist im Moment auf dem Mittelmaß, die wird wahrscheinlich demnächst noch ein bisschen ansteigen. Und dann kann ich halt sehen, wo sich die Kugeln, erstmal als grob, überwiegend befinden im Index. Und dann sehe ich schon mal, dass wenig Kugeln auf der linken Seite sind. Und das bedeutet, auf der rechten Seite, bedeutet, das ist der Outperformer, der auf der rechten Seite dieser mittleren Horizont, Quatsch, waagerechten Linie, Quatsch, nee, senkrechten Linie steht, so. Und die anderen, die alle links davon sind, sind alles Underperformer. Und von der Höhe her, also hier die Zahlen 1 bis 5 und minus 1 bis 10, ein Plus und 1 bis 10 bis minus 10, sind im Endeffekt dann die dynamischen Momente. Wir werden das noch selektieren, dass man auch erkennt, hey, wo kommt denn das Öl? Also hier ist Öl zum Beispiel, weil das so schlecht ist, weil es Performance. Weil es am meisten links steht. Wo kommt das dann eigentlich her? Wo war es die Tage davor? Man kann das zwar hier mit dem zurückmachen, dann sieht man, ah, wo kommen die ganzen Kugeln eigentlich her? Aber wir werden das auch sehen, wie viele Tage letztendlich davor waren und eine Kennzahl haben, wo man halt dran erkennt, okay, da war sie halt Physik 4 Tage vorher schon im Long-Bereich, damit man sieht, okay, ich muss jetzt nicht noch eine Aktie handeln, die 4 Tage stark gestiegen ist. Also das wollen wir ja vermeiden. Na? Es gibt viele, die können das nicht aushalten. Wir schauen uns das auch im Chart an. Ich weiß nicht, wie es euch ging dabei. Ist nicht immer leicht, wenn man etwas verpasst, ja, diesen Verpassmodus, den auszuhalten. Das gehört mit dazu. Und deshalb ist das ganz wichtig, weil ich kann halt auch sehen, wenn die Kugeln halt, sage ich mal, im Countertrend long sind, dass die halt extrem schon stark gefallen sind. Da muss ich dann nicht noch drauf treten und versuchen, einen Short Trade zu machen. Und wie gesagt, das ist ein Hinweis, das werden wir auch noch verbessern. Wir haben schon zwei, drei Ideen, wie wir das noch transparenter machen. Aber so kriege ich schon mal gleich einen Überblick, ist der Markt eher short oder ist er long, ohne dass ich jetzt auf den Chart gucken muss. So. Und jetzt kann ich mir im ersten Schritt sagen, okay, was ist denn hier relativ stark? Da sehen wir den DAX ja an zweiter Stelle hier oben. Der befindet sich aber weit weg von einer Trend-Long-Situation. Und ist eigentlich auch noch nicht in einer Trend-Short-Situation, also das heißt in diesen Kästchen drin. Und darf man diese Kästchen nicht so genau nehmen, das ist ein Hinweis. Auch das werden wir verbessern, aber man sieht ja, wo die Reise im Endeffekt hingeht. Und wenn ich jetzt Long handeln möchte, dann müsste sich quasi
Japanische Aktien handle ich nicht, also von daher will ich da nichts finden. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Wert haben, der gestern zum Beispiel total oder vorgestern, vor ein paar Tagen gab es Werte, die waren da. So, vor 10 Tagen. Jetzt haben wir die Situation nicht, aber vor 9 Tagen war zum Beispiel Gold, QQQ ist der Nasdaq zum Beispiel, war total überverkauft. Also ist eine Countertrend-Long-Strategie angezeigt und das wäre ja nicht so verkehrt gewesen. Haben wir aber diesmal nicht gehabt, weil der Markt ja 4, 5 Tage gestiegen ist. Bedeutet für mich, ich muss mir auf jeden Fall die Branche anschauen, um zu gucken, was möchte ich denn machen? Möchte ich jetzt in den Long-Bereich gehen? Will heißen, dass ich hier versuche, einen Markt, der ja von unten kommt, also das heißt, er ist stark gefallen, das heißt, eine Countertrend-Strategie jetzt anzuwenden, bedeutet aber, es befindet sich kein Wert mehr dort, ich vermeide ich. Also diese Long-Entscheidung wäre ja fatal gewesen, wenn man die gestern getroffen hätte. Dann wäre man vielleicht kurz drüber eingestoppt worden bei den meisten Aktien und dann kam ja der starke Abverkauf. Wir werden das auch im Chart sehen. Das bedeutet, ich muss mir eine Strategie zurechtlegen und sagen, okay, ist es eventuell Öl, was ich eventuell short handeln will, das muss ich mir anschauen. Oder nehme ich halt den amerikanischen Markt, der schon etwas höher ist, oder den deutschen Markt. Ja, oder Silber ist auch eventuell prädestiniert. Dazu muss ich mir die Branche anschauen. Es gibt im Moment nicht viel her, weil es für Short schon relativ weit gelaufen ist. Das liegt an dem Tag gestern. Und für Long habe ich im Moment im Endeffekt kein Signal. Das bedeutet, das Tool schützt mich vor, sage ich mal, Fehlentscheidungen. Wenn ich im Marktmodell das hier sehe, oh, ich mache mal da zurück, sowas zum Beispiel, dann sehe ich hier auf einem Blick, dass der Markt im Endeffekt viele Outperformer hat, weil die viel rechts waren. Das war jetzt vor 36 Tagen. Und dann weiß ich, dass ich jetzt nicht unbedingt jetzt hier auf der Short-Seite experimentieren sollte, sondern mir eine Long-Strategie aussuchen sollte und dann kann ich mir den passenden Markt suchen. Was möchte ich damit sagen? Also wenn dort Unklarheiten sind, dann schützt es mich davor, weil ich ja dann gar nichts machen kann. Das ist ja auch eine wichtige Entscheidung, zu sagen, nee, ich mache jetzt nichts. Ich muss ja nicht immer was machen. So, jetzt kommen wir mal zurück wieder auf Tag hier 1 und dann gehen wir in die Branche. Und dann nehme ich mal die amerikanischen. So. So sieht das bei den US-Sektoren aus und dann ist es ja auch nicht viel anders. Die Highflyer, die ich ja auch in meinem Newsletter, bisher Blog auf dem Schirm hatte, ist Energie und Utilities. Nun war es ja so, dass die Energieaktien schon gut gelaufen waren, in der Korrektur waren. Ich hatte da zwei, drei mir rausgesucht. Eine, wie gesagt, ist negativ ausgestoppt worden. Andere habe ich den Trade nicht bekommen. Die sind halt schlechter gelaufen, weil der Gesamtmarkt nach diesem starken Abverkauf, wir sehen es gleich im Chart, wieder angezogen hat. Das heißt, es geht nicht immer so, korreliert halt nicht. Ja, das passiert auch. Ich hatte Gott sei Dank noch zwei, drei andere Aktien auf dem Schirm aus dem Technikbereich, die haben es dann gemacht. Aber so ist es halt. Und hier sehe ich natürlich, was haben wir denn hier für eine Branche hier unten? Also eine, die voll abverkauft wurde, ist Communication Services. Also die läuft schon seit geraumer Zeit schlecht, auch in Deutschland. Ja, ich denke da an den United. Und was sonst noch als O2 und so weiter. Ja, Deutsche Telekom macht sich ganz gut, aber die anderen alle, die sind eigentlich alle auf dem Drillisch, alle auf dem Weg nach unten. Und in Amerika ist das fast so ähnlich. Und wäre das dienlich, im Endeffekt zu sagen, schaue ich mir eine Counter-Trend-Strategie in der Branche XLC, das ist ja auch ein ETF, die Spiders, Communication an. Aber ich muss mir immer einen Chart angucken. Also das reicht mir alleine nicht. Es ist für mich ein Hinweis, zu sagen, ja, fokussiere dich mal darauf. Oder nehme ich eine Branche, die hier oben steht, etwas höher, und zwar im Trend Short Blau hier in diesem Kasten. Das könnte Healthcare sein zum Beispiel. Dazu muss ich mir aber auch den Chart des Gesamtmarkts angucken, also aus Amerika, und natürlich den der Branche, was wir auch tun werden. Aber angenommen, ich möchte jetzt einen Countertrend Long Strategie handeln, und zwar in der Communication Services. Dann kann ich jetzt, das ist auch neu, das finde ich ganz witzig, und bedienen, kann ich darauf klicken und dann geht die passende Strategie auf. Also einmal haben wir hier Outperformance Counter Trend Long, meine Sache. Dann haben wir den Vertical Spread, also eine Optionssache, und von dem Wieland Aalt auch noch eine Strategie,
die dann auftaucht, wenn dort etwas Konformes mit dieser Strategie. Will heißen, man muss jetzt nicht mehr überlegen, welche Strategie letztendlich ich jetzt hier anwenden muss. Dann klicke ich da drauf, dann werde ich weitergeleitet zum P3-Signal. Da bin ich schon mal in der richtigen Strategie. Das ist Countertrend Long. Kann hier nochmal einstellen, dass ich vielleicht alle Aktien ab 0, vom Preis her 0 sehen will. Klick auf Suchen und nochmal. Und dann habe ich gar nicht so viel. Jetzt fragt sich jeder, von deutschen Markt, amerikanischen, europäischen Markt jetzt hier nur 6 Dinger? Oder 5 sind es ja gar nur. Warum sind das so wenig? Erkläre ich euch gleich, weil das sehen wir uns im Chart auch an. Aber dann kann ich hier sagen, okay, zeigt mir mal die Pajo. Das ist eine neue Aktie. Da sieht man nichts, weil die relativ neu am Markt ist. Uzi und Uzi ist Deutschland, wollen wir nicht. Was haben wir hier? Lake. Mal sehen, was das ist. Dann sehen wir so etwas zum Beispiel. Ja, würde dann angezeigt werden, wo sind die Earnings? Das ist hier die Linie. Da sieht man, aha, die Earnings sind schon vorbei, die gestrichelte Linie. Könnte sehen, wo ist CAV, wo sollte ich mein Target hinlegen und so weiter. Das muss Sinn machen. Das sollte schon ja, im Einklang mit der Strategie sein. Nun habe ich aber hier gar keine Communication Services drin. Warum? Ganz einfach, weil der Markt heute ja noch läuft und gestern war ja dieser Mega-Abverkauf. Auch da haben die Aktien extrem gelitten. Und das bedeutet im Endeffekt, dass eine Korrektur im Endeffekt nur einen Tag war und ich lege halt einen Wert auf eine viel tiefere und etwas gelassenere Korrektur als nach so einem tierischen Ausverkauf. Es braucht auf alle Fälle noch ein positives Signal. Umkehrstab oder Powerpaar oder so weiter. Haben wir ja noch nicht. Und deshalb sind das relativ wenig Signale. Bedeutet für mich, dass ich sage, okay, ich kann diese Strategie heute nicht anwenden. Wir werden das noch verändern, dass man, wenn man auf den Knopf drückt, hey, zeig mir bitte nur Communication Services an, dass das dann auch das Signal, dann wird halt nur Communication Services angezeigt, ohne die anderen Branchen hier drin. Heißt, ich kann gar nichts finden. Warum ist das so? Das gucken wir uns jetzt in den Charts mal an. So, dazu nehme ich ein Tool, das kennt auch jeder. Magina Trader kennt ja auch jeder. So, gehen wir hier auf Marktklima, dann sieht das ein bisschen besser aus. Und hier habe ich Indizes drin und gleichzeitig habe ich hier mit reingepackt die entsprechenden Branchen. Ja, wieder ein bisschen Silber und Gold, ein bisschen Ölball, sortiere das mal eben. Und auch hier seht ihr, dass hier oben Energy und Utilities ganz weit oben stehen. So, nun schauen wir uns mal aber erstmal Nasdaq und ES an oder den ES, also S&P 500, weil wir ja gesagt haben, ne, mit den Indizes, die waren wahrscheinlich auch nicht so dolle und schauen uns das mal im Chart an. Und besonders der Tag gestern war ja nun doch besonders. Ne? Also nach den 1, 2, 3, 4 Tagen extremen Anstieg, mit dem eigentlich keiner so richtig, also ich habe es nicht verstanden, wahrscheinlich sind das alles eher Short-Eindeckungen, weil die News regieren ja im Moment die Welt, sage ich mal, was jetzt Inflation anbelangt oder Krieg ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, Gas, Energieprobleme, also ihr wisst ja selbst alles, was da auf dem Schirm steht. Und das erwartet ja oder lässt eigentlich allerdings nichts viel Gutes erwarten. Und man hat ja immer dieses Bild im Kopf, dass es nicht gut ist und trotzdem steigt der Markt. Und irgendwann denkt man, also an dem Tag sagt man noch, ja, okay, das ist ja normal. Am zweiten Tag sagt man, was ist denn jetzt los? Und am dritten Tag, okay. So, und als ich meine, an Anführungsstrichen, meinen Blog gemacht habe, da war das, glaube ich, an dem Tag. Am 12. war der Freitag. Ich habe am Samstag den Blog geschrieben und habe gesagt, okay, der Markt ist schon stark angestiegen. Muss ich jetzt überlegen, ob ich auf Tagesbasis jetzt noch long gehe? Was spricht dagegen? So müsst ihr immer denken. Was spricht dagegen? Ja klar, hier ist ein Wochenwiderstand. Den sieht man hier drin. Das ist die dicke rote Linie. Auf Woche gibt es hier einen Widerstand. Und dann gibt es eine einfache Regel. Das ist der 20er. Den kennt ja auch jeder, dass da der Markt immer ein bisschen hadert. Genauso wie am 200er. Das kennt man auch. Das ist kein Gesetz, aber eine entsprechende Kumulation. Das heißt ein Zusammentreffen von mehreren Gegebenheiten auf einem Punkt. Und das war ja, sage ich mal, die Erkenntnis, dass ich halt beim vierten oder beim dritten Tag nicht mehr sage, ich springe jetzt hier noch drauf. Weil die Spanne, dass hier oben der Kurs irgendwo dreht in dem Bereich von 4100, war ja nicht unmöglich. Ne? So, auf Tagesbasis kann man das auf jeden Fall nicht machen, ohne seine Gefahr oder Gefahr zu laufen, recht schnell in Verlust zu geraten mit seinen Einzelaktien. Wenn man Positionen also an dem Tag eröffnet hätte oder an dem, dann wäre man hier vielleicht Break-Even rausgekommen, wenn man einen Stop gesetzt hätte. Auch in den Einzelwerten sieht das ja ein bisschen krasser aus von den Schwankungen. Aber das war schon eine Hausnummer wieder.
Und wir sehen, dass das ja auch nichts Neues ist. Also wir haben auch hier schon am 26. August so einen Abverkauf gehabt. Da sah es sogar noch charttechnisch besser aus, aber am 20er ist halt oft nochmal ein bisschen, sag ich mal, Unruhe. Und deshalb gehe ich meistens nur noch Short oder immer fast Short, wenn der Schlusskurs dieser Kerze unterm 20er ist, ja, wie hier zum Beispiel. Vorher weiß ich nicht, ob der Markt sich schon zu stark ist, um wieder zu drehen. Das muss ich halt aushalten, dass ich ein bisschen später reinkomme. Das ist in Gegebenheit so. Und danach muss ich die Märkte, sag ich mal, vom Aufbau für mich festlegen, welche Branche und was macht der Gesamtmarkt. Der Gesamtmarkt ist 4 Tage vorher gestiegen. Also ist für mich die Chance irgendwo, dass es Short in dem Sinne laufen könnte. So, und dann ist es am nächsten Tag natürlich die Range, ja, wo ich in 1, 2, 3, 4 Tagen das aufgebaut habe. Und plus, wenn ich das Counter-Trend-mäßig gehandelt habe, werde ich halt hier ausgestoppt und habe dann gar keine Chance mehr, Short-Positionen auf Tagesbasis auszubauen. Vor allen Dingen, weil ja die ganze Range, die er hier gemacht hat, das Potenzial innerhalb von einem Tag völlig abgearbeitet hat. Ja. Und jetzt kommt es ja, und da schützt dieses System auch dieses Trade-Scanners. Ich kann visuell natürlich viel erkennen, aber wenn der Trade-Scanner sagt, es gibt kein Signal, weil es fest definiert ist, weil ich halt eine gewisse Art der Korrektur brauche, dann gehe ich halt hier nicht nochmal short, weil ich wahrscheinlich hier schon wieder der Kurs ins Stocken kommt. Ja, klar kann er auch durchsagen, weiß ich nicht, aber wo soll ich denn hier meinen Stop hinlegen? Also auf Tagesbasis wäre mir dieser Abstand hier von 5% im Index, das sind ja meistens 10% oder 15% in der Aktie ungefähr, das ist mir einfach zu viel Risiko. Also es macht keinen Sinn. Da müsste ich halt einen Stundenchart nehmen und dafür habe ich gar nicht die Zeit, um mich da rein zu skalieren in diese Zeitebene. Ja. Also da ist viel abgearbeitet worden. So. Okay, aber das Szenario war klar. Die Denkweise für das Wochenende war im Endeffekt und für die kommende Woche, ja, wenn es hier oben irgendwann eine Umkehr gibt, ja, wenn das jetzt ein bisschen kleiner gewesen wäre, hier ein Umkehrstart, wenn ich gesagt, jo, jetzt haben wir das richtige Timing. Wir gehen mit dem Markt mit einer Möglichkeit, Short zu gehen. Wie weit das geht, weiß ich nicht. Ob man hier am 50er aufhört oder durchrauscht, aber das wäre eine coole Chance gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Börse ist kein Wunschkonzert. Die macht halt, was er will. Für mich war es halt so, dass ich rausgesucht habe, was macht denn XLRE, ja, Real Estate. Auf die bin ich dann gekommen, weil die halt sehr schwach war. Und hier seht ihr jetzt genau das gleiche Szenario. Ich habe hier am 12., genau, das war am Freitag, habe ich das ja auch so gepostet, gesagt, wenn der hier dreht, das hätte ja auch kleinere Kerze sein können am 20., dass er dreht. Ja. Wäre nicht cool gewesen, dann hätte man hier noch nach unten das handeln können. Jetzt hat das mit einem riesen Gap aufgemacht. Und natürlich ist dann das Potenzial schon im Vorfeld einfach schon mal abgearbeitet. Und das ist auch wichtig zu erkennen, dass man nicht mehr hinterherrennt. Ich meine, jetzt heute war es natürlich so, dass die Werte noch weiter gefallen sind. Die hätten auch das Target erreicht. Wir gucken uns mal dementsprechende Aktien an. Dann ist das Potenzial, wenn ich natürlich hier unter dem Tagestief einsteige oder hier anfange zu scannen nach Aktien, dann ist es natürlich relativ abgearbeitet. Und dass der Markt hier unten reagiert, das ist auch nichts Neues, das wisst ihr alle. Warum reagiert der? Weil ich das auch mal wieder sage, wiederhole mich da gerne. Das Volumen so hoch ist, ja, weil einfach die Leute, die hier unten merken, der Markt ist jetzt billig, ja, hier kaufe ich nicht, weil ich weiß ja nicht, wie es am nächsten Tag weitergeht. Die kaufen halt, die das Geld haben und sagen, okay, der Markt dreht und dann steige ich halt eventuell ein, wenn die Situation passt. So. Also hier war das Szenario, die Denkweise, geht es nach unten, habe ich aber keine Indikation, wurde eigentlich Nachtrag total schon abgearbeitet. Bedeutet, in den Aktien jetzt Folgendes. Und dazu gehen wir nochmal auf den Trade Scanner. Und zwar gehe ich jetzt mal auf die Trend-Short-Situation. Ich kann also auch die einzelnen Perlentaucher-Sachen Trend-Short anklicken, ohne dass ich jetzt, sag ich mal, das Marktmodell bediene, um euch zu zeigen, wie sieht es denn mit den Real Estate-Aktien aus? Die müssten ja gestern ein Signal gebildet haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt nehmen wir mal Real Estate. Und dann habe ich hier nur, wenn ich das eintippe, Real Estate drin. So, und dann sehe ich halt, okay, welche Aktien sind denn das? Kann ich hier noch fundamental sehen, welche sind denn besonders schlecht hier? Die zum Beispiel, ja, um 3 Tage korrigiert, sind sie im Endeffekt, gehe ich mal drauf, dann sieht das so aus. Und dann sieht man auch, dass an dem Tag, wo der Markt
Das ist im Endeffekt hier der Trade, der würde jetzt hier losgehen, aber der hat das Target ja schon fast erreicht. Das ist als Potenzial ist schon fast weg. Hier würde ich ja nicht mehr drauf springen, wenn ich das Signal kriege. Das heißt, da habe ich einen CAV von 0,44. Das macht keinen Sinn. Das würde ich nicht mehr machen, weil mein Stop da oben liegt. Selbst wenn ich ihn dahin liege, habe ich einen CAV vielleicht von 1. Mache ich nicht mehr. Und das ist fast in allen Aktien passiert. Ich kann ja einfach mal wahllos reinklicken. Ihr seht, von der Idee, vom Timing war es gut, aber der Markt war so bearish, dass er einfach alles mit runtergezogen hat. Hier haben wir vielleicht noch einen CAV von 1. Aber das Potenzial, was eigentlich möglich gewesen wäre, hat er nicht letztendlich realisierbar gemacht. Und von daher ist da dann einfach mal nichts mehr zu holen. Für mich ist das halt so, er muss halt gemütlich hier oben drehen. Wenn er das Potenzial an einem Tag rausnimmt, dann ist der Gesamtmarkt, wenn der Gesamtmarkt um 10% korrigiert, dann ist doch logisch, dass der S&P, so wie heute, dann auf einmal wieder anfängt, sag ich mal, ein bisschen sich zu stabilisieren. Wir schauen uns das nochmal an. Da sehen wir, das macht er jetzt hier. Und dass er dann auch Aktien aus allen Bereichen mitnimmt, selbst wenn man eine Branchenanalyse macht, ist auch klar. Bedeutet, bei so einem starken Kerzen springe ich nicht mehr auf, weder in die eine noch die andere. Die Situation, die jetzt hier ist, wenn wir sehen, wenn der Markt schließt, dann ist er ja im Endeffekt hier unten auch bei diesem starken erhöhten Volumen, wenn da so ein Umkehrstab kommt, wenn das so bleibt, vielleicht noch höher sogar schließt, dann kann man gucken, wo geht man jetzt da rein. Dann würde ich mit Sicherheit nicht in eine Real Estate nehmen, weil die ist ja in einer schwachen Branche. Dann würde ich in eine starke Branche gehen, entweder aus dem Energiebereich, die im Endeffekt so aussieht. Also schauen wir mal den Unterschied, den man da schon feststellt. Heute hat die Energiebranche im Endeffekt wieder angezogen, wesentlich mehr als der S&P, chartmäßig. Deswegen stehen sie ja auch oben in der Liste. Und Frage ist dann, ob das ein gutes Timing ist gerade. Ja, ob ich dann das möchte, dass ich. Klar, würde ich lieber hier unten einsteigen. Das wäre vom Timing auch völlig in Ordnung gewesen. Auch dieser Einstieg, Gap danach, weiß man nicht, ob man da noch reinkommt. Aber man könnte noch einsteigen. Man muss aber damit rechnen, dass der Kurs hier ins Straucheln kommt. Ja, zumal er da unten noch ein Gap hat, ein Down Gap hier oben. Also da ist ein bisschen mehr der Deckel drauf. Ja, das muss man immer machen. Wenn ich sowas sehe und der Markt unten positiv ist, dann nehme ich eine Branche, die halt gut läuft. Schau mir den Chart an und sage, okay, hier ist noch ein bisschen Potenzial. Ich muss extrem schnell mit dem Stop sein. Und dann ist es ja auch nicht verkehrt, vielleicht eine First Solar, die ich auch schon im Newsletter bei mir im Blog hatte, zu nehmen, weil die dann vielleicht doch besser reagiert. Ja, also die besseren Aktien aus diesem Bereich. Genauso wie Utilities. Schauen wir uns das an. War auch schon drüber über diesem Hoch und ist dann runtergekommen. Und hat quasi jetzt nicht den Ausbruch, den haben wir nicht gehandelt, aber kommt jetzt runter und ist stark. Könnte man auch probieren, hier nochmal Utilities-Aktien, wenn ich das heute Abend hier stark schließt, auf einen Weiterlauf der stärkeren Aktien zu setzen, also starke Aktien aus einer starken Branche, aber bitte kleinere Positionsgrößen, weil der Markt ist nun mal sehr newsabhängig und wenn jetzt wieder irgendwas Schlechtes kommt, dann rauscht der Markt natürlich auch wieder schnell runter. Also bitte immer einen Stop drunter setzen. Ich weiß, das ist mühselig, aber wenn man kleinere Positionsgrößen nimmt, der Markt ist im Moment unruhig und man muss sich da anpassen, auch was die Positionsgröße anbelangt. Ja. So, was haben wir noch? Consumer Discretionary. Sehen wir, ist ein Markt, der schon relativ begrenzt ist durch den 200er. Man sieht ja auch, dass der Markt dort auf jeden Fall reagiert und da hat man halt eher einen Deckel drauf. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich irgendwas long handeln würde, müsste der Markt vorher total abverkauft sein. Das ist nicht mal hier der Fall. Ja, hier unten ist er abverkauft total. Das sieht man auch anhand des hohen Volumens. Hier ist das Volumen nicht mehr so hoch. Das heißt, der Markt müsste noch weiter fallen, um dann aus dem Bollinger Band zu gehen und eventuell eine Umkehr zu generieren. Das heißt, ich kann keine Counter-Trend-Strategie noch nicht handeln. Und hierfür ist mir ein Trend-Long-Signal nicht da. Ist gerade auch mal nicht mal ein Outperformer richtig, das Wert 1. Also da hört es eigentlich schon auf, was Long-Strategien anbelangt. Finanzieller Bereich, Finanzen, sieht auch nicht viel besser aus, wenn man es sieht. War wahrscheinlich doch nur eine Short-Eindeckung, kurzfristig. Bremst auch hier, auch das war jetzt nicht, hätte man auch nehmen können, finanziell. Financial Sektor, genauso wie Real Estate, aber wenn so ein Gap auftaucht, hat man dann keine Chance, noch in so einen Wert reinzukommen. Eine Aktie.
Der Markt reagiert hier unten wieder, das ist klar, dass der Markt nicht vielleicht hier ganz durchrauscht. Und damit muss ich rechnen, wo ist mein Potenzial und wie kann ich das im Endeffekt jetzt vermeiden? Naja, ich kann den Trade jetzt nicht mehr machen. Auf Short-Basis bin ich erstmal durch. Wenn Short irgendwas passieren sollte wieder für mich, dann muss halt im Endeffekt der Markt hier durchgehen. 20er kommt ungefähr so runter, ungefähr grafisch und dann kommt er wieder zurück in den Bereich. Im Endeffekt das. Und dann kann man nur hoffen, dass er nicht gleich wieder am nächsten Tag durchsackt. Und dann kann man hier ein, zwei Short Trades machen. Wenn man gar nicht die Lust hat, sage ich mal, jetzt Einzelaktien zu finden, die schlechteste Aktie und so weiter, dann kann man natürlich auch einen Short Trade auf diesen Spider machen. Ja, im Endeffekt im ETF, das geht genauso. Ich mache das beim ETF, im DAX mache ich das. Das geht auch Short zu handeln. Schauen wir mal uns noch die Materials an. Basic Materials. Man sieht auch, es sieht überall nicht besser aus. Und ihr könnt sehen, der Markt läuft wirklich immer in diese Bereiche rein, wo dann zum Beispiel wie hier ein Wochenwiderstand kommt, ein 20er ist. Das sind so kumulative Punkte. Ich schaue mir das Volumen an, dann sieht man, okay, hier ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, wenn sie dann durchsacken, ich bin kein Ausbruchstrader, ist hier schon wieder die nächste Stufe, wo das anhält. Und dann muss ich auf die Korrektur warten, um dann einen Short Trade zu machen. Gibt nicht viel Auswahl. Ne? Also für Long hört sich zwar blöd an, aber im Moment ist es für Short einfach zu spät und für Long ist es vielleicht zu früh. Wir haben ja den Markt noch laufen. Hier sieht man einen schönen Umkehrstab. Der Markt reagiert, geht runter, nimmt wahrscheinlich alle Stops raus hier und schließt im Moment, der Markt läuft ja noch bis 22 Uhr, wieder über diese Range. Ja, macht's spannend, weil diese Kerze hier erhöhtes Volumen hat. Ja, kennt es ja, ist immer das Gleiche am Tief. Und ich habe gerne das erhöhte Volumen unter mir. Wenn der Markt sich da stark zeigt, dann haben ja Leute, die irgendwie, sag ich mal, die Märkte anders anfassen, und zwar dann, wenn es billig ist, kann ich dann schon sehen, dass der Markt eventuell dreht. Könnte dann hier zum Beispiel XLI Industriewerte screenen und schauen, ob es dort nicht einen Trade gibt. Es wird aber keinen Trend Long geben, weil der Markt ja im Short-Modus ist und für einen Ausverkauf fehlt mir hier so ein bisschen das untere Bollinger Band. Kann man machen, das wäre aber visuell, würde nicht im Trade-Scanner abgebildet. Und ihr seht, es ist auch fragil, es wird rot und grün. Also der Markt ist sich noch nicht ganz einig. Dann S&P. Wir schauen mal auf den Weltindex. Also letztendlich, was sagt denn die Benchmark? Das ist ja so ein bisschen die Benchmark bei mir. Und zwar der IS3T, der World Size Factor von iShares, den nehme ich so ein bisschen als Benchmark. Den kann man sich kaufen, wenn man weniger Zeit hat und Lust hat, dann nimmt man halt den. Würdet ihr den jetzt kaufen? Also wir haben 20er, 50er, ist fast ein Dreier-Cross. Die zeigen eigentlich alle nach unten, bis auf den 50er, aber der ist unterschritten worden. Puh, hier haben wir ein Gap nach unten. Ja, ein kleines auch, wenn nur, aber der Markt geht genau bis daran, dreht dann hier. Oh, wo geht der hin? Ja, hier haben wir ein Gap nach oben. Ist noch nicht geschlossen worden. So, zack, da ist so ein bisschen die Base. Ich denke mal, der geht bis hier runter. Würde ich jetzt Short handeln, wäre mir das zu wenig, weil der Markt eventuell hier schon anfängt zu drehen. Für Long habe ich noch gar keine Bestätigung. Ihr seht, es ist manchmal relativ, na, schwer ist es eigentlich nicht, weil ihr seht ja, wenn ihr euch nicht einig seid, wo die Reise hingeht, dann lasst es einfach sein. Das hört sich zwar irgendwie perfide an, aber es ist wirklich so leicht. Also, dann muss ja nicht den Chart auf jeden Tick genau begründen. Also da würde ich mich jetzt unwohl fühlen, wenn ich jetzt long gehe. Und für Short denke ich mal, da will ich vielleicht doch noch mal ein, zwei Tage nach oben sehen und dann negative Kerze, bevor ich dann nach unten gehe. Consumer Staples, was soll ich sagen? Ja, wer hier Short gegangen ist, seine Stop-Sell-Order reingelegt hat, der war mal nur ein paar Sekunden drunter und liegt schon wieder drüber. Klar kann am nächsten Tag die Reise weitergehen. Würde mich aber wesentlich wohler fühlen, wenn ich den Markt hier oben wieder sehe und der dann anfängt, hier oben zu schwächeln, um dann wieder in die Short-Richtung zu gehen und besonders den Bereich dann zu beachten, weil der nicht so einfach wahrscheinlich durchlaufen wird, wo ich dann anfangen muss, Stop nachziehen in den Aktien oder halt einen Teilverkauf machen in dem Bereich, wo ich die Order schon reinlege. Ihr seht, ein bisschen einfach nur taktieren. Ich weiß nicht, wie lange Trends gehen und so. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich muss ja die Situation managen, wie ich reingehe und wo gehe ich wieder raus und ab wann ist es mir egal. Also wenn ich einen Tiefpunkt erreiche, wenn das jetzt hier der Tiefpunkt wäre,
dann mache ich einen Teilverkauf an dem Bereich, wo ich merke, hier ist ein Widerstand. Ja, wenn ich jetzt hier long gehen würde, die Kerze grün wird am nächsten Tag, dann habe ich ja hier einen Widerstand vom 200er. Da reagiert der Markt ja sehr oft. Da will ich nicht drauf vertrauen. Dann kommt noch der 20er und der 50er, würde ich hier einen Teilverkauf in diesem Bereich oder da oben legen. Aber nur einen Teilverkauf, weil ich weiß ja nicht, vielleicht geht der durch und der 200er wird eine super Unterstützung und der Markt und die Welt wird wieder heile und wir zahlen alle nur noch sehr wenig Geld für unser Essen. Dann ist es auf jeden Fall so, dass ich eine Restposition stehen lassen kann und legerer mit der ganzen Sache umgehen kann. Ja. Wichtig ist dann einfach das Trade-Management, ja, um das strategisch zu sehen. Und deshalb gucke ich mir Branchen an, weil diese Branchen mir das erleichtern, mich zu fokussieren auf etwas, ein Gefühl dazu bekommen, wenn eine Branche völlig abdreht. Ja. Noch krasser ist es natürlich bei Sektoren, die wesentlich genauer sind. Da kann man dann vielleicht sogar Wendepunkte sehen, wo andere Branchen absacken und eine sich auf einmal nach oben arbeitet. Und dann kann man diese Branche so lange reiten, denn so eine Branchen wie Energie und so, die sind dann wochenlang oder monatelang an den Top-Performern. Und dann macht es schon Freude, sich nur mit diesen Aktien zu beschäftigen. Das ist nicht mal das Universum komplett zu screenen, sondern es reicht da denn im Endeffekt, die First Solar auf dem Schirm zu haben und bei Korrekturen dort reinzugehen. Also mehr muss man dann eigentlich gar nicht tun. Aber die Phase ist im Moment nicht ganz einfach. Real Estate hatten wir schon. Wir gucken mal hin auf die Technologie. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Nasdaq zu sehen. Da haben wir auch die 4 Tage, ne, die hier hochgehen. Dann ein Mega-Gap. Also da haben die Werte einfach mal mit einem Gap eröffnet. Wer diesen ETF gehandelt hat, von 1,3% ungefähr, macht einen Gap auf und gibt dann auch nochmal schön Sand ab. Insgesamt fast 5%. Und da ist es jetzt einfach eine Timing-Sache zu sagen, ja, muss ich das jetzt Short haben? Natürlich werdet ihr Short-Aktien finden. Aber da gehört dann mit Glück dazu, wenn man ein, zwei Aktien raussucht, wenn der Gesamtmarkt im Endeffekt was anderes macht. Und der Gesamtmarkt hat heute im Endeffekt eine Range aufgebaut, ein Inside-Bar, kann man sagen, wenn es so bleibt. Was normal ist, dass der Markt erstmal Luft holt. Wie es dann weitergeht, das weiß man nicht. Und ich würde sagen, das Potenzial ist hier oben begrenzt, da oben ist genauso begrenzt. Wir hängen in der Mitte drin und das veranlasst mich nicht, jetzt hier auf Technology oder so zu gehen. Warten wir den Tag ab, wie er sich verhält. Auf jeden Fall war das Volumen schon mal schön hoch und wenn nach erhöhtem Volumen am Tief eine grüne Kerze kommt, dann kann man da schon recht happy sein, dass der Markt eventuell dreht. Das sehen wir hier auch. Da ist das Volumen ein Tief, ja, war ein bisschen erhöht. Dann haben wir hier ein Tief, kommt eine grüne Kerze. Und dann geht der Markt erstmal nach oben. Ja, das haben wir eigentlich fast bei vielen Sachen so, wo der Markt im Endeffekt nachgeht. So, Communication, der ausgebombte Markt, haben wir schon gesehen. Wahnsinn. Auch hier gibt es einen Umkehrstab. Wir haben erhöhtes Volumen hier unten am Tief und wir haben hier erhöhtes Volumen am Tief. Wenn ich mal kennzeichne. Ich finde die Branche sehr interessant. Muss man bestimmt tiefer reingehen in die einzelnen Sektoren. Wenn es hier umkehrt, ja, irgendwann wird ja auch die Branche mal interessant wieder, weil Kommunikation werden wir brauchen. Das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr. Die müssen halt unheimlich viel investieren und immer am Ball bleiben. Aber ich habe die auch in Deutschland auf dem Schirm. Muss halt den richtigen Punkt abwarten. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, auch in meinem Blog darüber, wenn es dann da losgeht und die ersten Positionen vielleicht aufgenommen werden. Das halte ich für ein spannendes Thema, weil obwohl sie so lange katastrophal ausgesehen hat, war sie ja auch mal, sage ich mal, das Highlight. Ja, so wie viele andere Sachen auch, wenn man hier den Ausstieg verpasst. Bisschen schwierig jetzt abzuwarten und zu sagen, ich mache jetzt mal nochmal locker bis da oben hin, so um die 60%. Also das würde ich jetzt nicht wagen, dass das nochmal dahin kommt, aber das weiß man halt noch nicht. Von daher spannend, ob das jetzt hier ein Punkt ist, wo der Markt dreht oder ob es wirklich nochmal hier zu Corona-Zeiten auf 39 runtergeht. Spannend. Also immer ein Auge drauf halten. Im Moment halte ich das für eine interessante Sache, auch wegen des Umkehrstabs. Ich schaue mir das an, ob die Werte da mitspielen und wie der Markt nach natürlich um 22 Uhr schließt. Blick auf die Indizes. Ihr könnt natürlich Fragen stellen oder auch meine Aktie natürlich. Kennt ihr ja, könnt ihr auch noch ein paar N2 oder so reinschreiben, wenn ihr möchtet. Schauen wir uns mal den DAX an. Der DAX hat für mich extrem explosive Bewegungen gemacht, selbst an dem Tag hier, wo er diese Reason Range hatte, einen negativen Bar hat, aber dann als Umkehr wieder voll nach oben geht. Wahnsinn, was er dann hingelegt hat.
Und selbst an dem Tag, da dachte ich schon, ich falle vom Glauben ab, sagen wir mal 13,5, wo soll die Reise hingehen? Ich habe gesagt, na gut, spätestens bei 14.000 wird es irgendwann Ende sein. Und dann kriegt man halt so eine Riesenkerze als Abverkaufssignal und dann bleibt halt, sage ich mal, noch ein bisschen Restpotenzial bis unten. Habe ich mit einem Short-ETF abgebildet, den ich reinskaliert habe. Ist nicht so einfach, jeden Fall, aber das halte ich dann für ein adäquates Mittel, kurzfristig hier die Short-Seite zu spielen. Aber man muss auch sehen, dass der Markt an der Schwelle hier, wo das Volumen ein bisschen erhöht ist, ja, da haben wir ein erhöhtes Volumen in diesem Bereich von der Unterstützung, dass er halt dann hier anfängt, irgendwann mal ein bisschen zu stottern und wieder Leute reinkommen, wieder kaufen. Ja, ob das dann ein bisschen weniger wird nach oben, weiß ich auch nicht. Wenn das kaufenswert wäre, in diesem Bereich, dann ist ganz wichtig, weniger Positionsgröße und ein Target reinsetzen und eine enge Stop-Verwaltung. Also ich mache diese Trades nur, wenn ich dann möglichst Break-Even rausfliege. Ja. Wenn die Dinger wirklich gerade durchziehen, hier wäre es ja schwer gewesen, sage ich mal, das Ding jetzt hier zu handeln. Weiß ich nicht, ob ich den Stop jetzt direkt runter oder hier ab der Kerze, das muss ich ja mal an dem Tag sehen, das weiß ich nicht genau bei Indizes. Aber dann hat man halt die Chance, ein paar Tage mitzunehmen. Bei dem Tag wird man wahrscheinlich anfangen zu schwitzen, wenn es eine fette rote Kerze ist. Und die Strategie dahinter ist wichtig und das Management. Ja. Ich glaube, die anderen deutschen Werte, die mich ja auch immer, Indizes, die mich interessieren, wie der MDAX, haben wir genau das Gleiche. Der hat heute nochmal richtig Schmackes nach unten bekommen und liegt jetzt wirklich an dem Tief. Dann schauen wir uns das mal an. Also der MDAX hat schon richtig mal, also das, was er aufgebaut hat, hat er auch wirklich wieder abgebaut hier innerhalb der Zeit. Und das ist schon eine Hausnummer, also was hier weg ist. Und das sieht man auch an den Aktien. Ja. Was man dann hier feststellen muss, dass es ja auch wenig Aktien denn im MDAX gibt, die dann im Aufwärtstrend sind. Logischerweise, weil der Index ja die Musik irgendwie vorgibt, das ist ja ein Querschnitt dessen, also wie ein Durchschnitt durch alle Aktien. Dann ist es für mich einfacher zu sagen, okay, ich schaue mal, wenn so eine gute, starke Aktie wirklich ausgebombt hier unten ist, kommt dann so ein Umkehrstab zustande, an so einem Tief, wenn das mit dem Volumen stimmt, das passt auch nicht immer, ja, so einigermaßen, dann kann man mal einen Fuß hier reinhalten. Und dann muss man wirklich eng dran sein und ein Target setzen, weil man halt nicht weiß, ob das nachhaltig ist. Ja, es gibt, ob der Zug hier schon zu Ende ist, das kann ich nie sagen, aber ich kann halt versuchen reinzukommen. Und ich muss halt auch Mut haben, reinzukommen. Wenn ich einfach nur an der Seite liegen bleibe und nichts mache, dann verliere ich vielleicht ein bisschen den Draht zum Markt. Ja, ich muss ihn mir wenigstens anschauen. Ja, ihr müsst ja nicht kleine Position traden, aber wenigstens dranbleiben, wenn euch da Short nicht liegt und ihr nur Long seid, dann ist es auf jeden Fall Hinweis zu sehen, was macht der Gesamtmarkt und was machen die Branchen. Und wenn die ersten zwei, drei Branchen sich absetzen, und man sieht ja, die meisten Branchen sind ja noch gar nicht positiv, die sind ja eigentlich in negativen Performance, dann muss ich ja nicht eine Aktie, einen Index oder eine Branche Long handeln, wenn die nicht besser performt als ein Index. Dann kann ich mir die Mühe ersparen. SDAX, schauen wir auch nochmal drauf. Hängt auch jetzt an der Unterstützung. Ne? Hat aber auch nicht mehr so viel abgegeben. Ne? Also da war nicht mehr viel zu holen, auch bei den Aktien nicht mehr. Im deutschen Markt haben wir jetzt die Unterstützung. Gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind an einer ja, schon krassen Unterstützung. Aber das war Corona, das wisst ihr selber, wie steil das wieder nach oben ging. Und dann hat Corona eigentlich gar nichts mehr ausgemacht. Irgendwie sind die Unternehmen teilweise besser rausgegangen, als sie vorher reingegangen sind. Wahrscheinlich aufgrund der vielen Unterstützung, die sie bekommen haben. Und jetzt haben sie es, da war das Geld auch noch billig. Jetzt ist das Geld teuer geworden. Es wird für viele, viele Unternehmen extrem schwer werden. Ja. Und ich glaube, wir werden irgendwann dazu übergehen, wieder die Werte oben zu sehen, die halt wirklich auch ein Value haben, die eine gute Finanzierung haben, die halt nicht viel Schulden sind, die schon Gewinne schreiben, auch wenn es vielleicht weniger sind oder mal ein Ausfall, aber die im Endeffekt die alteingesessenen Unternehmen, die mit inneren Wert unterwegs sind, ich glaube, die werden in den nächsten Monaten mehr und mehr an Perspektive gewinnen wieder für den Markt. Das sehe ich auch an den Branchen. Und
auch die Branchen, die Zukunft haben, also wie Energie. Und dazu, klar, alles, was mit Energiewende zu tun hat, wird gut sein. Da werden sich auch die Highflyer durchsetzen. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich immer diese Branchen anzuschauen und auch in diesen Branchen die Untersektoren zu beleuchten, zu sagen, da nehme ich jetzt einfach nur Energie, ein Kohlekraftwerk. Unternehmen würde ich jetzt nicht nehmen, vielleicht. Ich würde halt dann doch eher vielleicht eine Solar nehmen oder ein Erdwärmeunternehmen, je nachdem, wie das im Chart sich darstellt. Ja, und deshalb bleibt es dabei, Outperformer muss man, sage ich mal, nehmen beim Long und Underperformer, die halt nicht so richtig funktionieren, die will auch keiner haben, wenn die fallen, die nehme ich halt für Short. Ja, und das ist die Selektion da so extrem wichtig. Mich würde mal interessieren von euch, wer hat denn jetzt in dieser Phase, in den letzten 1, 2, 3, 4 Wochen gehandelt? Schreibt einfach mal ja rein. Ich will gar nicht wissen, was, sondern einfach mal ja. Und wer nicht, der schreibt einfach mal in die Fragen rein nein. Das ist nämlich mega interessant für mich. Die meisten, Michael hat gehandelt, sehr gut. Im End-of-Day-Bereich. Oder im Tagestrading. Also das ist auch ne, klar kann ich auf so eine Riesenkerze Intraday, das habe ich auch gemacht, aber das ist ja nicht die Hauptstrategie. Das ist, wenn man vorm Rechner sitzt. Man sitzt ja nicht immer den ganzen Tag vorm Rechner, also ich jedenfalls nicht. Dann kann man das machen. Das ist ein ganz großes Problem. Danke für eure Feedback. Ja, D1, wow. Michael. Also im Tagesbereich das zu machen, finde ich super. Da braucht man denn schon, sage ich mal, die entsprechende Erfahrung und den Mut. Und wenn das in eine Strategie gebunden ist, eingebunden ist und jetzt nicht nur intuitiv ist, ja, dann hat man einfach das große Plus, dass man das ja immer wiederholen kann, dass man da nicht irgendwas völlig Weltfremdes, Emotionales macht. Ja, wenn man das emotional kann, dann ist das super. Deswegen ist es wichtig, sich da an bestimmten Sachen zu orientieren. Also Branche schlägt, wenn man noch wirklich Trades umsetzen will, immer den Index. Ja. Index zeigt das grobe Timing, aber ihr wisst selbst, ein Nasdaq-Index, dann sind halt die Großen wie Google, Microsoft, Facebook, glaube, Facebook ist gar nicht mehr so groß, aber die Großen bestimmen halt den Index. Und wenn die halt abgestraft werden, dann denkt man, der ganze Index ist, der ganze Markt ist irgendwie schlecht. Das hat natürlich auch eine Auswirkung. Aber letztendlich werden die großen überbewerteten Unternehmen stärker verkauft. Und wenn man halt ein bisschen, sag ich mal, die Tür aufmacht, ein bisschen reinguckt in den Index und sich dann die Branchen anguckt, dann merkt man halt, okay, die Branchen werden alle abverkauft. Welche hält sich denn da noch? Und dann macht es doch schon Sinn zu sagen, okay, jetzt mit dem Timing im Index und der Branche zu sehen, wann kommt, ist es denn eine Möglichkeit, dass der Markt sich erholt? Und persönlich glaube, dass das hier nicht das Tief ist, auch nicht im S-DAX. Ich glaube, wir werden da noch wesentlich tiefer gehen. Wie weit, weiß ich nicht. Es gibt ja immer Leute, die wissen das genau. Also ich finde das auch super interessant. Da muss ich mich mal anrufen und sagen, ich weiß genau, wohin der Markt geht. Nö, ich rechne damit, dass der hier ein bisschen langsamer durchgeht und dann wird er vielleicht hier ein bisschen schneller. Aber ob er das macht, weiß ich nicht. Ich muss sehen, wo ich ungefähr meinen Fuß in den Markt kriege und wie das funktioniert. Und jetzt ist es für Long habe ich hier keine Anzeichen. Die Range ist mir zu klein und für Short habe ich hier nicht den Ausbruch vor mir, also habe ich einen Ausbruchshandel vor mir und das mache ich nicht, sondern das heißt warten. Ausbruch ja, geht ja schnell, so gibt es wahrscheinlich auch einen Rebound und dann kommt die Stunde. Ja, und auf die muss man halt warten. Das ist halt relativ entspannt im Moment, weil ich eigentlich weiß, ich kann in jegliche Richtung jetzt gar nichts machen. Das ist auch schön. Also kann man sich um andere Sachen kümmern. Ja. Danke, Ralf, für deine Meldung. Bin gestern im Paperhandel. Auch das ist gut, egal ob jetzt real oder nicht. Wichtig ist nur, dass man dann auch ehrlich ist und wirklich das handelt, was man auch real handeln will. Deswegen setzt euch da ein bisschen unter Druck auch, dass das wirklich so ist, authentisch ist und dass ihr euch nicht nachher freut, wenn ihr Sachen gemacht habt, die ihr im Realhandel sowieso nicht gemacht habt. Wichtig, okay, Paperhandel, Nasdaq Short gegangen, genial, aber eben virtuell. Das ist es. Ist auch nicht verkehrt. Man kann das ja auch machen, wenn es Intraday ist, wenn End of Day wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil das ja schon relativ dynamisch nach unten gegangen ist. Ist das eine gute Sache? Auf jeden Fall. Für mich, ich möchte euch einfach nur mitgeben, bleibt an den Branchen dran, schaut euch die Indizes an und macht euch einfach selbst mal Notizen oder einen Chart, was ihr da denkt, schreibt es rein, macht da so eine Zeichnung rein
Manchmal passiert das gar nicht, was man denkt. Das ist auch egal, weil solange ihr keinen Trade in die falsche Richtung eingeht, ist das relativ unschädlich. Das unterstützt euch ja auch. Ihr sollt ja, sage ich mal, auch Aktien dann, wenn ihr kaufen. Die meisten gehen sowieso eher long. Ich bin auch eher ein lieber ein Long-Kandidat statt ein Short-Händler. Dann ist es doch schon wichtig zu wissen, wann gehe ich denn raus? Wann ist mein Szenario vorbei? Und wenn man einen Stop hat, dann ist es auch so, es passiert mir auch, dann ich habe mit 2 Cent mal ausgestoppt. Aber ich weiß halt nicht vorher, wo lege ich den Stop hin. Also das weiß ich schon. Aber ob der Kurs denn dahin kommt, da gibt es halt bestimmte Bereiche, die werden halt öfter angelaufen, dann gibt man noch ein bisschen drauf, aber das kann manchmal 1 Cent sein und dann ist es halt so. Wenn ihr Pech gehabt, ich muss die Aktie auf dem Schirm haben, auf den nächsten Einstieg warten, dann mache ich den Trade halt nochmal. Oftmals ist es so, dass es beim zweiten Anlauf dann richtig gut läuft. Ja. Das Thema Wiedereinstieg spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. So, wenn ihr jetzt noch eine Aktie habt, ihr habt noch 3,5 Minuten, dann können wir jetzt noch 2 Aktien mal anschauen, wie die aussehen, die ihr auf dem Schirm habt. Die würde ich dann hier mal reinbringen und dann gucken wir uns mal den Chart an, was dazu sagen. Also ich sage, Aktien kann ich mir heute keine vorstellen, die irgendwie interessant ist, weil macht irgendwie keinen Sinn. Dann, also was ich genial finde, die Aktie, immer noch, ist PayPal. Eigentlich ein cooles System. Ich weiß nicht, ich bezahle immer noch mit PayPal, aber irgendwie will keiner mehr diese Aktie haben. Mal spannend, wie die aussieht. Da glaube ich, das ist sie. Hat sich ein bisschen erholt. Ich weiß, irgendwann beim Webinar hier unten habe ich gesagt, jetzt wird es bestimmt mal interessant. Ist auch immer noch interessant. Warum ist die noch immer interessant? Die Leute, die das kennen und mein anderes Webinar gesehen haben, wissen warum. Das ist hier ein Gap, ein Aufwärtsgap. Und ich sage immer, wiederhole mich da auch zum tausendsten Mal, dass die Grenzen eines Gaps, das heißt die Ober- und die Unterkante, interessant sind für Marktreaktionen. Das ist ein Kann, das ist aber kein Muss. Also die erste Marktreaktion, die man da sehen kann, die geht ja nach oben. Das Volumen ist extrem hoch. Das heißt, in dieser Range sind halt viele Leute, die sagen, oh, die hatten ein tolles Gap gemacht. Die nehme ich vielleicht nochmal. Wann das passiert, weiß ich nicht. Aber die erste Range und die erste Position, wo ich halt sage, wo es spannend wird, ist halt dieser Umkehrstab. Da kann ich halt sagen, okay, das ist nicht so weit, aber kann ich auch relativ schnell hier wieder raus. Dann gibt es hier ein Gap. Und dann kommt der Kurs hier rein, ja, dann wird er halt genommen, weil das Limit natürlich, die Stop-Limit-Order schützt nicht immer. Dann kommt der Markt zurück. Das ist nicht gerade das Schönste, wenn man das dann sieht, aber der Markt reagiert meistens drauf. Und dann kommt man halt nach so einem Umkehrstab. Wenn der bricht, ist sowieso meistens Ende. Kommt man mit einem Minimalgewinn da aus der Position raus oder mindestens Break-Even. Okay, dann kommt die Reise wieder nach unten. Jetzt machen wir mal den Test an der Unterkante, das gleiche Spiel. Wo haben wir eine starke Kerze? Das ist dieser Umkehrstab. Der Stop liegt dann vielleicht ein bisschen drunter. Wenn man den nicht nimmt, der Markt läuft wieder runter. Da hätte ich auch schon gedacht, Mensch, was ist los? Dann haben wir wieder einen Umkehrstab, wieder in dem Bereich. Der Markt schließt immer an der Unterkante. Und hier den Einstieg zu probieren, ist halt relativ, ja, hat man halt einfach eine gute Unterstützungsbasis. Und wo würde ich dann hellhörig werden bei diesem Umkehrstab? Ja, den Stop ranziehen, wäre ich mit der Position raus oder hier sogar einen Teilverkauf machen an der Oberkante, weil der Markt dort reagiert. Ist ein Hinweis. Und für mich interessiert einfach nur, war der vorher dynamisch in die Long-Richtung, das war er. Und eine Korrektur, wisst ihr selbst, hat der Micha auch immer gesagt, Micha Vogt kennt ja auch jeder, eine Korrektur ist meistens nicht sauber. Was ist das hier unten? Korrektur. Ja. Aber die muss ja irgendwann zu Ende sein. Und dann habe ich hier so ein schönes, hohes Volumen hier unten. Dann kommt nochmal eine grüne Kerze und dann kann ich halt dort einen relativ systematischen Einstieg machen. Ob das dann funktioniert, weiß ich auch im Nachhinein erst, aber das ist halt echt entspannt. Und wenn die jetzt weitergeht, habe ich halt vielleicht noch eine Restposition, ziehe den Stop auf Break-Even, geht die jetzt hier drüber hinaus. Muss ich hier am 200er nochmal aufpassen und so sind die Trades dann im Endeffekt zu managen. Den Einstieg ist dann immer das Gleiche. Okay, ihr Lieben, das ist die Stunde schon wieder rum, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel erzählt habe, glaube ich. Ich bedanke mich für euer Beisein. Wir machen das jetzt immer zweimal im Monat. Das heißt, kommt, glaube ich, in 2 Wochen sind wir nochmal dran. Da habe ich noch einen anderen Vortrag bei einem anderen Broker. Auch immer das gleiche Thema. Und ich bin gespannt auf eure Erfahrung. Konzentriert euch auf die Branchen in Verbindung mit den
Druckt euch die Charts aus, legt das hin, schreibt euch auf, welche Branche ihr auf dem Schirm habt, was ist passiert, achtet auf die Dinge wie Volumen, auf Gap, Bollinger Band und die Widerstände, dann mehr braucht man eigentlich gar nicht zu machen. Okay, das war eine Punktlandung. Würde ich auch mal sagen, Florian, oder? Würde ich auch ja, mal sagen. absolut, ja. Am 28. bist du wieder hier. Also Am genau 14 Tage. 28. genau. Der Michael Jo. fragt, ob ich den Helpdesk noch im AT mache. Nein, das mache ich nicht mehr. Die Serie, das war ja eine Serie, die übers Jahr ging, die war einfach schon beendet. Da habe ich ja quasi mit null angefangen, den Index, Quatsch, den Index, den AT zu erklären und den aufgebaut, bis irgendwann das Segment fertig war. Und die Aufzeichnung kann man sich natürlich anschauen. Und das ist beendet, die Serie. Es geht jetzt darum, sage ich mal, das Trading mehr in den Mittelpunkt zu rücken, weil deshalb haben wir das ja, ne? Deswegen, das ist ja der Sinn da. Natürlich könnt ihr mir auch Fragen zum Margina Trader mal stellen. Den benutze ich immer noch. Also ich habe ja, jeder hat ja eine Trading-Plattform, aber es muss nicht der AT sein. Man kann ja auch seine Order direkt bei IB aufgeben oder bei quasi bei der TWS bei FX Flat ist ja kein Thema. Ja, wir kooperieren ja quasi mit Interactive Broker. Da kann man das super machen und das kann man mit AT machen. Das können aber auch die Leute machen, die kein AT haben, weil die Leute von FX Flat erklären euch natürlich auch, wie ihr eine Order in der TWS aufgibt. Ja, oder beim CFD-Handel zum Beispiel. Wie ihr das umsetzen möchtet, ist ja dann, liegt ja dann an euch. Dann sehen wir uns am 28. wieder, hoffe ich. Sehr gut. Ich danke dir, Carsten, und den Teilnehmern natürlich auch herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Ja, wie immer auf die Positionen aufpassen, gesund bleiben. Und Carsten, bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Jo, schönen Abend, tschüss.